So, und was machen wir heute? Ja, ich würde sagen, Dartcraft weiter, ne? Ach, guck mal hier, ein Ofen. Wie kommt denn der da her? Sehen wir gleich. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu StreetDiggers Let's Play. Heute mal, ausnahmsweise, na, hab ich's blatt? Allein auf, ne, hier. Allein auf dem Server. Warum auch immer, könnt eventuell an die Uhrzeit liegen. Es ist 2:12 Uhr nachts, nicht mittags, nachts, deswegen bin ich auch etwas leiser. Und ja, heute soll es auch mal wieder um Dartcraft gehen. Wir sind jetzt mittlerweile bei Tier 5. Das nächste Tier erreichen wir bei 395 Punkten. Und das nächste Tier müssen wir erforschen, ja, das hier. The traditional symbol of freedom and avian flu. Okay, also traditionelles Symbol auch von Freiheit. Feder vielleicht? Hey, natürlich ist es eine Feder. So, aber nicht irgendeine Feder. Denn, ja, das sind die Upgrades. Nee, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Add Dartcraft. So, schauen wir mal. Hier ist eine Feder. Die hat auch die, wie sagt man, Schema? Nee. Brandung, Form? Keine Ahnung. Rocks Feather müssen wir craften. So, dazu brauchen wir eine Feder und Feder das. Glowstone ist okay, aber Feder das? Wie kriegen wir den hin? Force Grinding müssen wir Feder grinden. So. Wenn ihr sowas seht, ist es meistens so, dass ihr so ein Ding braucht. Der hat zum Beispiel einen Frozen Core drin. Damit kann ich aus Rottenfleisch Leder machen. Nö, das ist eine ganz, ganz super Sache. Wie man so einen Core herstellt, werden wir gleich mal sehen. Weil ich möchte mir so einen Backofen bauen. Ne? Für die Feder da zu machen. So, dazu brauchen wir jetzt erstmal einen Ofen. Erstmal. Oh Mann, ey. Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh für mich. So, dann zwei Eisen und zwei Force Ingots. So, die zwei Eisen haben wir hier. Eins, zwei. Ja, die können wir da schon mal reinlegen und dann noch eben die Force Ingots. Komm. Lass ich mal ein bisschen fliegen. Oh, endlich mal wieder fliegen. So, 1, 2, 3. Rum. So, warum der Server da ein bisschen so zuppelt? Keine Ahnung. So. Ein White Force Furnace. So. Wie ihr hier seht, die kann man noch, ja, färben. Ich glaube, ich mache mal in irgendwann schwarz. Mal gucken. Grau geht, also das ist echt genial. Also hier nee, Pink nicht, nee, absolut nicht. Obwohl Pink ist eine gute Sängerin, aber eben keine schöne Farbe. Nee, hier der Ofen, den knallen wir jetzt erstmal daneben hin. Ach komm, machen wir einfach mal hier. So, der kriegt jetzt noch ein bisschen Kohle. Ja, ich nehme jetzt die normalen Kohleblöcke. Ist auch nicht, ja, verkehrt, sagen wir es mal so. Der ist noch voll geladen. Was hast denn du da hinten? Ja. Ist ja ein Witz. So. Um hier die Federn grinden zu können, brauchen wir hier natürlich einen Grinder. So, mit der. Ne, Damage war es nicht. Wo war das? Holding, Speed, Lumberjack. Grinding. Flint. Aber dann brauchen wir erstmal Flint. Haben wir jetzt hier nicht. So. Wo haben wir Flint? Flint haben wir. Bin ich jetzt blöd? Ach da, gucken wir da. Ein Flint brauchen wir und dann brauchen wir einen sogenannten Core. Einen Kern. So, das ist dieser hier. Ein Upgrade-Core. So, den machen wir mit einem Experience-Turm und einem Force Rod. Das Experience-Turm wird hergestellt, nicht so wie hier bei NEI, mit einem Buch, sondern mit einer Bottle of Enchantment. So, komm mal her. Da. Und dem Turm. Habe ich den Turm jetzt hier irgendwo, oder? Das ist nochmal ein Golden Bag. Da ist nichts. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz in meine Tasche gucken. Ob ich da das hab oder nicht. Komm mal rauf. Mach auf, danke. Ah, da könnte es drin sein. Okay, gut. Das dauert ein bisschen so. Ah, hier haben wir so das Force Rod. Gut. So, dann machen wir hier und kriegen nichts raus. Warum kriegen wir nichts raus? Geht so nicht.
Deswegen brauchen wir noch ein Buch. Ein Buch. So. Und das müssen wir dann auch hier wieder im Infusion Table machen. Einmal das Buch rein. Dann hier, ne, Ball of Enchantment rein. Zack. Go. Oh, Alter, das dauert. Aber da können wir ja gleich mal gucken, wie viele Experience-Punkte es gibt. Ich hoffe doch ein paar. Weil ich möchte auch mal langsam ein bisschen weiterkommen. So, Tier 5 sind wir. Ich glaube, Tier 7 ist das Ende. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder Tier 9? Keine Ahnung. Müsste ich nochmal nachgucken. So, komm. Mach hinne. 395 Punkte haben wir. Und... Oh, 30 Punkte gibt es. Okay, also hier haben wir jetzt das Experience-Turm. Hat jetzt im Moment noch 0. Wir brauchen aber 100. Deswegen hier Shift-Klick und dann rein. Und dann können wir mal gucken, wie viel waren das jetzt? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Jawohl. So, dann machen wir hier. Zack, zack. Und dann kriegen wir hier ein Upgrade-Core. So, dann nehmen wir das... Hier mit. Dann nehmen wir das Upgrade-Core. Legen das rein. Hier einmal den Grinding-Stein rein. Und dann geht auch hier der Pfeil auf Go. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ah, warte mal. Das könnte vielleicht an der Zeit liegen. An der Zeit könnte man vielleicht festsetzen, wie viele Punkte es gibt. Vorhin hat es ja lange gedauert. Mit den 30 Punkten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Punkte wir jetzt bekommen. Na komm, mach hin. Kriegen wir schon hin, oder? Und? Ja, 15. Super. So, jetzt haben wir ein Core of Grinding. So, den Core können wir hier im Ofen da reinlegen. Und ich kriege ihn nicht mehr raus. Das ist gut. Warum der Pfeil jetzt da weitergegangen ist, keine Ahnung. So, aber ich lege mich jetzt erstmal schlafen, weil es ist ein bisschen arg dunkel. So, habe zwar meine Beschützerspinnen hier im Hintergrund, aber da, ne? Die sind aus dem Twilight Forest, die grünen Spinnen. Die beißen nur ganz selten. So, machen wir mal zwei Stück. Aber die sind voll drollig, vor allen Dingen auch anhänglich, ne? Die gehen sogar durch die Lava. Cool. Achso, ja, was ich noch gar nicht erzählt habe. Ich habe hier noch ein bisschen weitergebaut, also hier noch ein bisschen Mauer gezogen. Und auf der Karte sieht man auch... Halt, das war die falsche Taste. So. Ja, schade. Also, der Bereich ist neu. Da habe ich nämlich hier den Berg abgetragen. Der Bereich ist neu. Da habe ich Berg untertragen, also drunter gebaut. Ja, hier muss ich noch machen. Und hier muss ich noch machen und hier muss ich noch machen. Aber da steht auch noch die Schmelze und alles drum und dran. Ja, und dann haben wir das Grundgerüst mal soweit fertig. Oh, ich bin so froh, wenn das Gebäude steht, ganz ehrlich. So, X. So, danke. Oh, jetzt schauen wir doch mal, was er aus den Federn macht. Nix. Warum macht er nix? Ah doch, jetzt macht er. Ah, hat ein bisschen gesponnen. So, baue nur die Anzeige. Owner, okay. Das ist ja klar. Force Funasis may be recolored with shapeless recipes using. Okay. Hier ist jetzt nichts drin. Warum? Der hat es hier in die Kiste reingeschoben. Oder in die... Ah ja, hier. Feather Dust. Ah. Ah, da wird auch ein Schuh draus. So, jetzt brauchen wir noch... Was brauchen wir noch? Nochmal eine Feder und Glowstone Dust, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Lauf doch mal schneller, Junge. So, eine Feder und, ich glaube, ich hatte irgendwo noch Glowstone Dust. Und da schon mal nicht. Das ist Gold Dust? Nee. 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 Oh, noch ein gelbes Herz. Okay. Glowstone Dust. Zwei Stück. So. Lass laufen, Junge. So. Wundert mich, dass er das jetzt nach oben und zur Seite macht, weil der macht das jetzt dahin. Hm. Naja, egal. Egal. So, machen wir einmal, zweimal und zack, zack. Nicht? Feder, Feather Dust, Glowstone Dust. Feather Dust, Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Warum macht er das jetzt nicht? Warte mal, das sind normale Feder. Und hier Feather Dust, ne? 7278.
Glowstone Dust? Glowstone Dust? 7, 2, 7, 8 und hier die 3, 4, 8. Ja, okay. Vielleicht geht es nicht da drin. Warte mal, ich probiere es mal so. Vielleicht geht es da so. Weil dann hätte ich nämlich ein Problem. Dann kann ich nämlich nicht weitermachen. So, zack und zack. Nee. Geht nicht. Ah, super. Ja, und jetzt? Also hier laut Rezept ist es ja so. Fetterdust, Glowstone Dust, eine Feder, nochmal Glowstone Dust und nochmal Fetterdust. Ja. Bist du auch die richtige Feder? Ja, also die IDs stimmen jetzt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Gut, dann mache ich das jetzt einmal so. Einmal Cheat Mode. Einmal das. So. Das ist der Fetterdust, der kommt weg. Der Glowstone Dust kommt weg. Und die eine Feder kommt weg. So, und dann machen wir wieder Recipe. Okay? Ist das ein Deal? Ihr habt ja gesehen, es ging nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo könnten das drauf. Freedom. Vielleicht auf ein Schwert. Ne? Ach, da. 1, 2. Dann noch das da. Und zack. Und zack. Und ein Schwert. Und das da rein. Und. Tatsache. So, Rock's Feather. Schauen wir doch mal, was das bewirkt. Man hätte es natürlich auch ein paar Stiefel drauf machen können. Fällt mir jetzt gerade so ein. Kannst du aber, glaube ich, nicht mehr abbrechen, oder? Geht das? Nee, geht nicht. Doof. Was? Creepers were originally from Doctor Who. Okay. Das ist ja auch mal eine geile Information. Und? The Force Infuser can be used... Ja. Ja. Okay, und? Ja. Achso, ja, genau. So, 280 Punkte und jetzt haben wir Ring Sword. Okay, was kann man damit machen? Nix. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Level auch erreicht. Dann können wir mal hier gucken, was das ist. Your tears give me strength and Regeneration. Stärke und Regeneration. Warte mal, ist das eine Gasträne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall hätte ich hier mal ein paar. So. Und warte. Warte mal, hier. Zauber. Eventuell auch so einer. Weiß ich nicht genau. So, Regeneration. Passt du da rein? Ja, du gehst da rein. Gehst du da rein? Nee, du gehst nicht rein. Okay, gut. Dann ist es auf jeden Fall die Gasträne. So, und jetzt... Ja, wo könnten das drauf gehen? Gut, hier gibt mir Strength und Regeneration. Ich probiere jetzt einfach mal einen Helm, hä? Nö, geht nicht. Das seht ihr hier oben an dem Symbol, ne? Und dann hier... Cannot apply these upgrades. Ist einfach zu doof dafür. So, nee, das wollte ich. Geht es da vielleicht drauf? Nee, auch nicht. Okay. Müssen wir halt mal ein bisschen ausprobieren. Na komm. Machen wir noch ein Schwert. Eine Schaufel. Dann noch eine Pickaxe. Und noch eine... Kann man da... Ja, kann man. Und noch eine Axt. So, okay. Probieren wir es nochmal. Nein. Okay. Nein. Nein. Ah. Oh, guck mal hier. Aufs Schwert geht's. Super. 280. Es wird immer schwieriger, da ein neues Level, ein neues Tier zu bekommen. Man muss da irre viel Zeug verzaubern. Das ist echt schon der Hammer. Machen wir jetzt langsam das Liquid Force aus, ne?
Och, hier 39.000 ist. Würde noch reichen, oder? 38. Oh Gott. Healing 1. Okay. Also, wenn ich mich damit schlage, dann werde ich geheilt. Hm. Halt, warte mal. Die. Da ist doch nichts drauf. Okay. Die hätte ich gerne da drin. Das sind alles verzauberte Dinge. Item Card, okay. Und hier die nicht verzauberten. So, was haben wir jetzt noch? Oje, nothing to see here, expect a floating set of armor. Ach du Schande. Was? Ach toll, das sind zwei Potions auf jeden Fall. Das ist hier Unsichtbarkeitstrank. Gehe ich mal von aus. Und das wird wahrscheinlich Nachtsicht sein. Oh Gott. Jetzt geht's ans Brauen von Tränken oder was? Na, klasse. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich mach gleich mal ein paar Flaschen. So. Zack. Dann werden wir die alle mal auffüllen. Na komm. Da haben wir ja noch ein bisschen Wasser. Zum Glück habe ich es nicht komplett zugebaut. Ja, hier unten muss ich mir auch noch eine kleine Lösung einfallen lassen, wie ich das dann verschöner. So, so, alle Flaschen voll. Wieder zurück. So, da müssen jetzt erstmal drei Stück rein. Und dann brauche ich noch drei, mindestens drei Niederwarzen. 1, 2, 3. Und dann muss ich jetzt nochmal nachgucken. Hallo? Da muss ich jetzt wirklich nachgucken. Oh, Google. Zeig mir mal. Minecraft. Oh, ja, richtig. Oh, verdammt. Minecraft.net? Nee, Minecraft. Wiki. Ach, verdammt. Ich dachte, ich wäre schneller als der Braustand. Brauen, da haben wir es doch. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen den Unsichtbarkeitstrank. Wenn ich den finde. Da gibt es so ein ganz schönes Bild auf minecraft.de.gamepedia.com. So, okay. Zeig mir mal das Bild. Hallo? Bild zeigen. Danke. So, Trank der Sprunghaft. Langsamkeit, Schnelligkeit, Wasseratmung, Heilung, Schadens, Vergiftung, Nachtsicht, goldene Karotte. Okay. Ja. Gut, brauchen wir zwei goldene Karotten. Super. Karotten müssten wir aber... Oh, guck mal hier. Cool. Fermentiertes Spinnenauge brauche ich noch. Warte mal, Spider. Ja, hier. Zuckermaschumpilz. Ja, Zuckermaschumpilz, genau. Alter, warte mal. Zuckerrohr müssen wir doch hier. Hier irgendwo haben. Lass den nicht liegen, Junge. So, 1, 2, 3. Gibt dann Zucker, oder? Ah, es gibt auch so Zucker. Okay, gut. Pilze hatte ich, glaube ich, auch da hinten. Ja, hier. Ein brauner Pilz. Schön. Ach komm, mal, gleich mal noch ein paar. So, und dann Spinnenauge da. 1, 2, 3. So, das dahin. Das dahin. Und das dahin. Und dann Hammer. Fermentiert Spinnenaugen. Sehr gut. Brauchen wir nämlich einmal. Also einmal hier jetzt noch eine güldene Karotte rein. Dann kriegen wir den Trank der, der Nachtsicht. Und wenn wir da jetzt da noch ein fermentiertes Spinnenauge reinsetzen, kriegen wir den Trank der Unsichtbarkeit. Klingt doch nicht verkehrt, ne? So, einmal Potion of Night Vision. So, und dann mache ich hier die anderen zwei. Trank der Unsichtbarkeit, okay. Ob mir das auch wirklich was bringt? So, was haben wir denn noch? Trank der Schwäche. Trank der Vergiftung. Okay. Nur Spinnenauge. Trank der Heilung. Hm. Gibt's da noch... Ah, Trank des Schadens kann man dann auch draus machen. Cool. Auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier... Invisibility.
So, und den setze ich jetzt auch nochmal hier ins Regal. Ja, aber da unten. So, Speed. Ja, oh, guck mal, da ist noch eine Glasflasche. Ach, apropos Glasflasche, ne? So. Die tue ich auch mal da rein. Fertig. Sollen sie sich ihren Weg suchen? Da. Na? Willst du? So, Info. Das müsste dann doch der sein, ne? Nothing to see here, expect. Ja, klar. Dann, Invisibility. Und das wird bestimmt hier drauf kommen. Ha! Wer hätte das gedacht? 205 Punkte. Schon wieder dunkler. Na, ich gehe mal wieder pennen. Bis der da durch ist. So. Ja, Given Streetiger, One of Rock's Feather. Klar. Da muss ich nochmal mit dem Amiga sprechen. So. Ah, ja. Unser Mod ist jetzt auch da. Der. Nee, glaubst du das? Spice of Life. Jetzt hab ich's. Oh, Spice of Life. Oh, bist schon fertig? Cool. Camo. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich die jetzt anziehe, sehe ich nichts. Cool. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Zack. Nee, du nicht. Du kommst dahin. So, und dann haben wir halt noch hier den Night Vision. Der kommt auch da rein. Sehr gut. Dann würde ich sagen, der kommt auf den Helm. Da würde er Sinn machen. Nein, geht nicht. Schade. Potion of Night Vision. Wo könnte denn das drauf? Also ich hätte es gedacht um von Helm. Irgendwas läuft doch hier rum. Achso, das Golem. So, das geht bestimmt auch nicht. Nee, warum auch? Ja. Ich wollte gerade mit der Maus rüber auf den anderen Monitor, um das Bild wegzumachen, damit ich meinen Timer sehe. Und dann, ja, einfach mal hier so rum. Ja, wo kommt denn das jetzt hin? Weiß ich nicht. Werden wir dann aber auch in der nächsten Folge dann sehen. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Werde jetzt noch mein Inventar ein bisschen leer räumen und dann nochmal nachgucken. Und dann, boah, wird es vielleicht auch gleich weitergehen. So, Netherwarzen brauche ich auch nicht mehr. Nee. Jo, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.